Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Fallout 76 mit der Fanny. Ja, und zwar, ich würde gerne heute die Quest mit Duchess noch weitermachen. Dazu reise ich aber dahin, weil Fanny ist faul zum Laufen und das Geld habe ich auch. Ne? Wir gehen jetzt nach Wayward für 7 Kronkorken. Ja, mache ich. Alles kein Problem. Noch habe ich ja Geld. Damit wir dann die Quest auch endlich abgeschlossen haben. Oh, ich stehe in jemand drin. Hi, John Kest. 132 Level. Tust du da was rein? Ich nehme mich mit. Wisst ihr was? Ich nehme alles mit. So. Okay, dann gehen wir mal rein. Ich habe da irgendwie ein Enklave. Muss ich mir gleich mal angucken. Irgendeine Waffe bekommen. So. Bleistift nehmen wir mit. Ach komm, nicht so viel mitnehmen, Fanny. Du willst wieder unterwegs sein. Nun gut. Oh Gott. Wir hatten eine kleine Unterhaltung mit deinen Freunden hier. Es heißt, du hättest Cranes Schatz gefunden. Nein. Schön für dich. Zeit, dass du deinen Teil der Abmachung einhältst. Rück die Kohle raus. Das Ding war ein fehlgeschlagener Prototyp, kein Volt. Das einzige Wertvolle war eine Waffe. Lügen, hier war schon alles komplett ausgeräumt. Angreifen, hoffentlich hat ihr euer Testament gemacht. Ihr seid nämlich alle tot. Ja. Ich nehme mal hier die Wahrheit, ja? Weil ich habe ja eine wertvolle Waffe bekommen. Eine Waffe. Eine einzige. Ja. Zeig mal her. So toll ist das eigentlich nicht. Ach, scheiße. Ah. Der klaut mir die Waffe, oder? So toll ist das eigentlich nicht. Willst du Ärger? Zeig her! Ein Atomschlag steht bevor. Ja, zeigen wir mehr die Waffe. War nicht da? Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Gib her. Dann sind wir jetzt quitt. Danke für Ihre. Es sei denn, du hast was Besseres zu bieten. Mord und Totschlag? Intelligenz 4 plus. Wie wäre es stattdessen mit Zugang zu einem LAN in Somersville voller neuwertiger Roboter? Angreifen, ich glaube, ich bringe euch einfach alle um. Klar, nimm ruhig. Ich glaube, ich habe nichts, was du willst. Stärke 3 habe ich aber nicht. Schau mich doch an, glaubst du, ich könnte dort alles auf einmal raustragen? Wie wäre es, wenn ich dir den Schlüssel... Okay. Charisma, du willst doch, dass deine Leute ein... Was? Du willst doch, dass man deine Leute ernst nimmt, oder? Okay. Ich nehme mal Intelligenz 4 plus. Ja, wie wäre es stattdessen mit Zugang zu einem LAN in Somersville voller neuwertiger Roboter? Somersville, wie? Gute Roboter sind einiges wert. Ja. Gut, abgemacht. Ihr dürft leben, ihr Säcke. Bis zum nächsten Mal. Ich nehme an, das hätte noch schlechter laufen können. Schätzchen, könnten wir zwei uns kurz unterhalten, während ich mich wieder beruhige. Alter, du hast ein paar Hüften. Na, du kommst dir richtig cool vor, oder? Bist du aber nicht und du auch nicht. So, wir reden mal zusammen, Duchess. Das war wohl nicht anders zu erwarten. Ja. Ich wünschte mir allerdings, du hättest nicht mit denen Geschäfte gemacht. Wenigstens sind wir sie los. Zumindest vorerst. Wir leben alle noch. Das werte ich als Sieg. Das sehe ich auch so, Schätzchen. Aber das Wort dieses Mannes ist nicht mehr wert als ein Brahmanfurz. Ja. Immerhin sind wir mit Sol und Polly jetzt nicht mehr ganz in der Unterzahl. Falls er auf dumme Ideen kommt. Das wird er mit Sicherheit. Solomon, kannst du dir mit Bessie Pollys neuen Körper schnappen, bevor die Typen es tun? Ich kümmere mich drum, Duchess. Guter Mann. Schätzchen, es tut mir leid, dass Cranes Plan nicht so aufging wie gehofft. Ich kann zwar nicht zaubern, aber ich werde dir Rabatt geben. Na toll. Solange ich noch lebe,
bezahlst du hier nicht den vollen Preis. Ist das Mindeste, was ich tun kann. Danke. Ganz ehrlich. Dank dir geht es uns jetzt besser. Pass da draußen auf dich auf, Schätzchen. Ich weiß, wovon ich rede. Okay, Cranes Schicksal haben wir jetzt abgeschlossen. Nett. Kommt da noch was? Ja, Gegenstandsbelohnung, Bauplan, Bogen. Aha. Ja, und was ist jetzt mit Polly? Hallo? Hey, Fremdling. Hey. Hör zu. Ich kann das gar nicht genug betonen. Du hast das Problem mit Roper wirklich gut gelöst. Danke. Wenn das kein Blutbad war, weiß ich auch nicht. Im Ernst. Ich kann dir dafür gar nicht dankbar genug sein. Hier, bitte nimm das. War eigentlich für schlechte Zeiten gedacht. Aber du verdienst es. Oh, was kriege ich denn? Also, Stimpack kann ich was für dich tun? Ich frage ihn erstmal, wie es ihm geht. Ach, viel besser, weil ich nicht mehr in dieser Grube bin. Duchess hat mir ein paar Stims besorgt, also ist alles gut. War schon schlimmer, hab mich gut erholt. Es braucht nur etwas Zeit und davon habe ich reichlich. Auch wenn ich ihn hier privat mal treffen würde, ich würde ihn sofort, ja, ihr wisst schon, mir wegschnappen. Ich finde, er sieht gut aus. Okay, was genau läuft da zwischen dir und Polly? Ihr scheint euch recht nahe zu stehen. Wir passen aufeinander auf. Keine Ahnung, wann du den Vault verlassen hast, aber wer hier draußen überleben will, schafft es nicht alleine. Polly ist schon länger eine, wie soll ich sagen, eine enge Vertraute. Mehr als das. Ach, Duchess und Polly passen nicht gut zusammen. Duchess behandelte sie wie einen Protektron. Wie so ein Diener zum Herumkommandieren. Dabei ist sie viel mehr als das. Keine Ahnung, ob alle Aggressotrons so sind oder ob es an ihrer Programmierung liegt, aber... Sie ist eine echte Lady. Als Duchess das einsah, war alles in Ordnung. Naja, so in Ordnung jedenfalls, wie es geht. Okay, okay, ich verstehe. Erzählst du mir, was im Bergwerk am Gorleaf vorgefallen ist? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Kurz gesagt, die Verbrannten haben uns überrannt. Echt seltsam. Die Viecher wirken dumm wie Brot. Aber manchmal wissen sie über Dinge Bescheid, die sie nicht wissen sollten. Als ob sie miteinander reden. Nur ohne Worte. Ach, wir hielten gut Stand, bis ich getroffen wurde. Mit einem Bein zielte es sich um einiges schwerer. Als es mich erwischte, ist Polly durchgedreht. Man könnte sogar sagen, sie hat ihren Kopf verloren. Ich gehe mal lieber. Wir reden später. Okay, Tod von Omis abgeschlossen. So, kannst du auch nochmal irgendwie mit mir reden? Was willst du haben? Du warst bereit, mir die Schlüsselkarte für das Lager zu geben. Willst du denn nicht reich werden wie alle anderen? Nein, Schätzchen. Appalachia ist meine Heimat. Immer schon gewesen. Ich wäre nie lange fortgeblieben. Ich dachte, ich wäre nur ein paar Monate weg. Aber die Geschichten über Seuchen und Monster haben nicht abgerissen. Als ich hörte, dass alle wegen so eines Schatzes zurückkommen, dachte ich, die Monster seien nicht echt und sollten nur als Abschreckung dienen. Ich habe die allgemeine Verzweiflung der Leute wohl ziemlich unterschätzt. Darum kam ich zurück, um allen was einzuschenken und um endlich wieder zu Hause zu sein. Sag mal, was hast du eigentlich vor dem Krieg gemacht? Ich? Eine Geschäftsfrau. Hatte einigen Erfolg im Pharmaziebereich. Habe neue Freunde kennengelernt und jede Menge Feinde. Aber ich konnte genug Kram und Vorräte beiseite schaffen, um den Weltuntergang zu überstehen. Nun, mir ging es besser als vielen anderen. Ich tauschte fast mein gesamtes Hab und Gut ein, um diesen Ort zu errichten. Jetzt ist das Wayward mein Vermächtnis. Auch dank dir. Ja, gern geschehen. Kannst du mir was über Bessie erzählen? Sie ist grandios, oder? Hab sie als Schnäppchen bekommen, weil das Militär all ihre Waffen abmontiert hat. Sie ist die perfekte Kombi aus Kuh- und Gabelstapler.
Ohne sie hätte ich all den Kram nie hierher geschleppt, geschweige denn diesen Ort errichten können. Es war Salts Idee, sie zu lackieren und ihr Sprachmodul so zu verbessern, dass es zu ihrer Funktion passt. Wer ist Bessie? Ich überlege jetzt gerade, wer Bessie ist. Irgendwelche Hinweise auf weitere Schätze? Nein, nichts außer dem Gerücht über den Dicken. Es erzählen immer alle, dass er irgendwo hier in der Nähe versteckt ist. Angeblich ist es eine Stadt, die Reichtümer vom Himmel fallen lässt. Oder ein Bohrer, der sich durch die Erde gräbt. Ich wäre ehrlich gesagt nicht überrascht, wenn sich beides als wahr herausstellt. Okay, das wär's einmal. Nein, Schätzchen. Appalachia ist meine Heimat. Ja? Immer schon gewesen. Ich wäre nie lange fortgeblieben. Ich dachte, ich wäre nur ein paar Monate weg. Aber die Geschichten über... Als ich hörte, dass... Ach so, das hat nicht funktioniert, entschuldigt. In Ordnung. Komm wieder, wenn du deine Trinkmuskeln trainieren möchtest. Okay, okay. Ich komme mir mal einen Bleistift. Danke. Und das Rattengift. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. So, hast du noch irgendwas? Falls ich es noch nicht erwähnt habe. Danke, dass du uns dort nicht allen das Leben gekostet hast. Ich habe einen besseren Tod verdient, als auf den Knien erschossen zu werden. Also danke. Was gibt's? Hatte zu dem Zeitpunkt nichts. Dann ein andermal. Ah, okay. Ja, ja, okay. Also ich weiß nicht, ob das jetzt gut war, was ich jetzt hier getrieben habe. Hätte ich die vielleicht abballern sollen? Ich habe keine Ahnung. Gut, Quest habe ich jetzt gerade nicht aktiv. Das fehlende Gliedgelegenheit, was ist das denn? Mir ist ein Plakat mit Werbung für die große Eröffnung eines Nachtclubs namens Rosengarten hier in Appalachia ins Auge gefallen. Vielleicht sollte ich mir das mal ansehen. Oder Responder Renaissance in Appalachia macht die Meldung die Runde, dass alle Not in der Zuflucht der Responder in White Spring Resort Aufnahme finden. Okay, Tourismusbüro, schalte den WGRF Kräftensender an. Okay, was haben wir denn an Nebenquesten? Die Mission der Aufseherin. Folge, ja, persönliche Angelegenheiten. Ich habe eines der persönlichen Tagebücher der Aufseherin gefunden. Sie ist in Appalachia aufgewachsen und hat Holobänder an Orten hinterlassen, die ihr wichtig waren. Finde den nächsten Tagebucheintrag in Morgantown High School, okay, und finde den nächsten Tagebucheintrag in Mount Blair. Und bei Sonstiges habe ich erkunde den Firmenhauptsitz von Hornwright Industrial, nimm an der Verbindungsparty teil, begib dich zum Lager Louis. Was haben wir denn alltägliches? Sprich mit Lane. Ja, okay. Oje, oje, oje. Wollen wir begib dich zum Lager Louis machen, vielleicht? Jetzt ist die Frage, wo finde ich denn jetzt das Lager? Das ist immer alles so blöd irgendwie. Das ist so viel hier auf der Karte, dass ich immer gar nicht auf Anhieb sehe. Oh, guck mal, hier sind so viele Camps, ne? Lager Louis. Wenn es irgendwo so weit hier hinten ist, dann mache ich es natürlich noch nicht, weil, ne? Hier ist die Atombombe eingeschlagen. Lager Louis. Ach, hier. Nee, das ist Onward Industrial. Hä? Ich sehe es wieder nicht, meine Lieben. Wirklich, ich bin's auch hier, ne? Oder? Nee, das ist Sprich mit Lane. Und hier? Nimm an der Öffnung des Nachtclubs teil. Okay. Leute, kann ich das nicht irgendwie... Moment mal, kann ich das jetzt nicht irgendwie... Nee. Voransichtsstufenausstieg. Ach so, auf Karte anzeigen. Ja, natürlich. Ja, genau, das wohl. Ach, hier. Aha. Naja, ich könnte ja theoretisch zum Camp gehen. Nee, wartet.
jetzt. Für 8 Kronkorken. Genau, und dann laufen wir von da aus dahin. So machen wir das. Und dann schauen wir uns auch mal an, was es dort noch so Schönes zu erkunden gibt. Uppala. Und schon stehe ich da drin. Ach, das ist hier diese Gegend. Ich verstehe. So, wartet mal. Ich habe ja Baupläne, ne? Gegenstände, Moment. Ich habe einen Bauplan, den ich auf jeden Fall noch lernen kann. Nee. Essen, Trinken, Kleidung, Rüstung. Sag mal, wo ist denn das jetzt? Moment, bei 9, ne? Hier, ein Bogen. Sehr nice. Ja, den kenne ich schon, den könnte ich theoretisch verkaufen. Jemand schickt uns eine Nachricht. Oder verschenken. So, ich habe jetzt ein Problem. Ich habe ein Jagdgewehr, aber das ist nicht mehr das, was ich vorher hatte. Oh Mann. So, hab ich schon diese... den Bahnhof schon entdeckt? Nee, ne? Oder? Ah, jetzt habe ich es entdeckt. Station Craften, genau. Kryogranate. So, ich habe ja... Sie sich ein. Solange Sie ja. die Möglichkeit haben. Ja, Handel macht er nicht. Warum nicht? Bitte nicht, Spiel. Bitte. Jetzt. Hat ein bisschen länger gedauert. Bereit zum Handel mit Waffen. Vorräten, Munition und Ausrüstung. Splittermine. Für 2 Kronkorken. Nicht 20. Ach komm, die Baseballgranate, die verkaufe ich auch für 4 insgesamt. So. Hier können Sie Ihre Vorräte auffüllen, Bürger. Kleidung, Essen, Charisma, Intelligenz, Stärke, ja. Diverse. Anforderungen sind jetzt verfügbar. Munition, Kleidung habe ich aber nicht zum Verkaufen, ne? Nee. Okay, so, was haben wir denn hier? Ungelöst, vermisst die Mädchen. Celeste gesehen an Flüssen nahe Clarksville. Fakten, Polizei vertuscht etwas. Wer sind sie? Warum gibt die Polizei keine Namen raus? Das ist was, dass sie Munition uns nicht sagen wollen. Warum? Zuletzt Vorräte gesehen, als sie am Fluss in den Wald gingen. Kein Suchtrupp, Verschwörung? Ich schaffe das nicht alleine, ich brauche deine Hilfe. Was für ein Spinner. Was? Fall nicht auf sein Mist rein. Der hat die ganze Zeit nur über Schiebsquetsche und was? Kappas gelabert. Okay, der braucht seinen Aluhut. Ungelöst. Picknickpanik, ja. Ich habe hier auch bald eine Picknick... Oh, Tattoo. Ich habe hier auch bald Picknickpanik. Schon wieder tot von oben. Genau das habe ich hier bekommen. Enklavenplasma. Und die Pumpgun, die kann ich verwerten. So, dann habe ich hier... Wo ist meine Kiste? Da. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. So, wo sind die denn? Wieder da unten? Ja, okay, alles klar. Außer Reichweite. Gut. Waffe ist nachgeladen? Ist sie. Wunderbar. Na gut, dann können wir ja los, ne? Da muss ich hin. Aber ich könnte auch theoretisch mal ein bisschen erkunden. Oh Gott, Event, ja. In Grafton ist wieder Grafton-Tag. Wir wollten ihn mal in Clarksville feiern, aber das war einfach nicht das Gleiche. Als Bürgermeister von Grafton fahre
veranstalte ich eine Parade, mit dem Monster von Grafton und seinen Roboterbetreuern. Erleben Sie das Spektakel, geben Sie Geld aus und halten Sie sich von seinen Fäusten fern. Ist das ein Tischventilator? Nee. Wer trägt sowas mit sich rum? Ich habe keinen dabei. Weg da! Das gehört mir! Ich war zuerst hier. Oh mein Gott. Hi. Oh, wir müssen hier dringend sauber machen. Mit dir redet doch gar keiner. Der mag nicht mit mir reden. Der mag nur plündern. Metalleimer. Ach, hier bin ich, ne? Wartet mal. Nee, hier war ich doch schon. Schrotpatronen. Ja. Er ist krank. Entzündeter Monster von Crafton. Ich habe so das Gefühl, das funktioniert nicht. Hilfe! Wow. Sehr nice, ne? Ich hab die jetzt hier mit rein. Oh. Ja, Mann. Dankeschön. Dankeschön. Behandelt Feinsteller-Dingens, klebriges Teer, überschüssige Säure, überschüssiges Öl. Vielen Dank. Was war das? Ist da jemand? Ah, ich hab. Okay. Ich hab hier irgendwie mitgemacht gerade. Nice, nice. Es ist hart, hier über die Runden zu kommen. Das war schlimm. Na, verdammt, keine Kronkorken. Hier liegen aber knapp $200. Um sicher zum Feuer anzünden. Was haben wir denn hier? Nix, ne? Okay. Da. Die Kröte will ich haben. Ja, ich treff nicht. Jetzt. Nice, nice. Red-Kröten-Ei. Oh, ein Augenbot. Ein netter. Hi. Juhu, ich bin in Crafton und ich habe hier ein bisschen Krieg. Komm, Blutblätter nehme ich auch mit. Ich habe keine Ahnung, ob ich die brauche jemals. Schauen uns mal hier so ein bisschen um, würde ich sagen. Auf einmal ist hier so Totenstille, ne? So. Da oben sind Häuser. Da will ich mal hin. Aber so nicht ganz nach Quest zu gehen, ist eigentlich auch ganz angenehm, oder? Was meint ihr, meine Lieben? Ist es in Ordnung für euch, dass ich auch nur so mal ein bisschen, so Pi mal Daumen mal ein bisschen gucke? Oh, Kündigung. Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses, Mr. Pike. Dieses Schreiben bestätigt offiziell den Inhalt unseres heutigen Gesprächs bezüglich der Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses mit Crafton Steel. Okay. Alles klar. Crafton Steel. Ich verstehe. Was habe ich denn da jetzt Ich weiß nicht, was ich da jetzt aufgenommen habe. Abgekochtes Wasser.
Und ein bisschen Munition. Und ein Teddybär. Eigentlich wollte ich die immer sammeln, aber irgendwie... Irgendwie zerstöre ich die auch immer. Bleistiftschöpfkelle. Und ein Terminal. Schauen wir mal. Kalender. Hi Ortis, was möchten Sie tun? Hi Ortis, Entschuldigung. Kalender. Okay, da steht nichts drin, offensichtlich. Ach, muss ich das jetzt... Warte mal. Colton und Leland sind gestorben. Das Stahlwerk pumpt weiter Gift raus. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was kann ich denn tun? Bei meinen Rückenproblemen und Armut? Nee. Und Arthur, als Verwandtschaft kriege ich keine andere Arbeit. Okay. Der süßen Sassy oder Susie Lenk Jenkins sind geschwülzt in ihrem kleinen Körper gewachsen und sie ist einen furchtbaren Tod gestorben. Ihre Familie tut mir so leid. Niemand sollte ein kleines Kind so begraben müssen. Ich sehe für mich keine andere Möglichkeit. Arthur interessieren nur die Dollarscheine und er gibt einen feuchten Kehricht auf alles andere. Es sterben Leute. Okay. Ich habe es endlich getan. Ich habe insgeheim von den Vorkommnissen hier berichtet. Die Sicherheitsregeln werden missachtet und es sterben Kinder. Das ist nicht richtig. Junge, Junge, da habe ich aber wirklich ins Wespennetz gestochen. Vor dem Stahlwerk kampieren mittlerweile Demonstranten, Report und alle möglichen anderen Leute. Sie versperrten die Durchfahrt für die Laster. Die sind richtig sauer. 2. Juli. Die Soldaten haben die Leute vertrieben und bewaffnete Wachen postiert. Arthur hat sich köstlich darüber amüsiert und meinte, dass diese Jammerlappen von Kommunisten kriegen, was sie verdienen. Ich glaube, ich muss etwas anderes probieren, um alles ins Lot zu bringen. Heute wurde ich gefeuert und das Gelände verwiesen. Sie meinten, sie wüssten, dass ich den Demonstranten helfe. Es war wohl egal, dass ich zur Familie gehöre. Arthur hat nicht mal selbst mit mir gesprochen. Offenbar muss ich einen anderen Weg finden. Alles klar. Korrespondenz. Kid Secure. Sehr geehrter Herr Pike, es tut mir sehr leid, dass Probleme mit der Kid Secure Ihres Sohnes aufgetreten sind. Das Armband kann nur von autorisierten Erwachsenen entfernt werden, die zuvor mit Konto eingetragenen wohnen. Wir sorgen für die Sicherheit Ihres Kindes. Ich habe gemäß Ihrer Bitte die Anweisung zum Überbrücken der Funktion ausgehängt. Nee, angehängt. Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne noch einmal an uns wenden. Damm-Sicherheitsanfrage. Sehr geehrter Herr Pike, ich freue mich, Ihnen versichern zu dürfen, dass es sich beim Damm von Crafton um ein erstaunliches Wunder technologischen Erfolgs handelt. Da wir zu dem Schluss gekommen sind, dass eine Bedienung durch Menschen zu Fehler anfällig ist, wird der Damm lediglich aus der Ferne überwacht. Ansonsten aber willkommen automatisch gesteuert. Ich könnte Ihnen gerne eine Führung organisieren, wenn Sie weiteres Interesse haben. Verwandt? Nein, aber sowas von nicht. Wir beide sind nicht verwandt. Molly war die Liebe meines Lebens und solange sie gelebt hat, musste ich deinen Scheiß ertragen. Was sollte das? Dass du versucht hast, mir am Damm diese Demonstration auf den Hals zu hetzen? Du hast versucht, das Andenken deiner Schwester auszunutzen. Fahr zur Hölle. Freddy mag dich. Ich kann nicht verhindern, dass du ihn per Kid Secure findest, nachdem Molly dich zu seinem Paten gemacht hat. Lass uns einfach in Ruhe. Otis, okay. Ja gut, das war sehr aufschlussreich auf jeden Fall. Ah, das hatte ich schon. Okay, dann gehen wir mal eine Etage höher, würde ich sagen, ne? Zück deine Waffe, Baby. Zück deine Waffe, Fannylein. Hier kann es gefährlich werden. Ring für kleines Glasgefäß. Ja, nehme ich doch gerne mit. Open the door. Ist das Otis? Ach, die Seife kann ich gar nicht nehmen. Schade. Okay, gehen wir mal ins nächste Haus. Wenn ich hier reinkomme, heißt das. Vielleicht komme ich hier aber auch nicht rein. Nein, das sieht nicht danach aus. Schade. Oh, noch ein Frosch.
eine Redkröte. Ein leerer Blutsack? Nee, hier komme ich auch nicht rein. Schade. Also hier passe ich von vorne. Nee, anscheinend geht's nicht. Okay, ist aber auch nicht weiter schlimm. Muss ja auch nicht alles sehen. Bam. Ah, ich höre noch eine Kröte. Irgendwo höre ich noch eine. Hey, lass den Augenbot in Ruhe. Meine Güte. Vielen Dank, wollte ich schon sagen. Ich habe dich doch gerettet. Oh, was liegt denn da an Floater? Oder was ist das? Ja. Ein Feuerfloater. Aber hier sind ganz viele Frösche, ne? So, ich wollte eigentlich in dieses Haus, oder? Aber ich glaube, das ist auch dicht. Okay. Gehen wir mal hier lang. Ganz viele Häuser uns angucken. Eine Schere. Okay, hier komme ich anscheinend auch nicht rein. Wer schießt denn da? Was ist da los? Ich will mitmachen. Wow, Hilfe, Auto. Komm, wir gehen erstmal in die Kirche. Au, nee, da hängt was. Notiz eines Ghouls. An alle, die noch leben. Viele von uns haben Dinge verloren, die uns einst wichtig waren. Unsere Stimmen, unsere Haut oder unser Geschmackssinn. Ihr musstet mit ansehen, wie eure Liebsten sterben. Aber ihr müsst nicht einsam und alleine leiden. Oder ihr müsst? Oh Gott. Okay, im Osten entsteht in den Überreste von Capitol City eine neue Gemeinde, die von Leuten wie euch aufgebaut wird. Wir werden von hier fortgehen, also schließt euch uns an. West Virginia wird nicht wieder aufgebaut, aber unser Leben kann immer noch einen Sinn haben. William Keller. Nehme ich gerne mit. Supermutter. Leck um mir. Lass den Augenbot in Ruhe, du Sack. Na toll, der hat's jetzt nicht geschafft. Kommen näher, Mensch. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Kooperation. Blöde Geräusche. Da oben komme ich auf jeden Fall rein. Gott, ist hier was los. So, ein Skalpell habe ich schon mal. Jetzt kann ich den Supermutant da oben aufschlitzen. Oh Gott, was hat er denn jetzt? Ich nehme mal meine Pumpgun, oder? So schwach. Denkst du, ich bin ein Mensch und ich bin nicht schwach. Lauf mal deine Pumpgun nach. Kannst auch so nicht in den Kampf ziehen. Okay. Ich muss echt mal versuchen, mal so ein bisschen langsamer die Maus zu bewegen. Ich höre aber irgendwas. Oder irgendwen. Gehen wir mal ein bisschen höher. Oh. Auf den war ich jetzt nicht gefasst. Ich habe meine Maus gerade auch nicht so sonderlich in... Alter, was ist das denn für eine Pumpgun?
hier könnte ich kochen. Wartet mal kurz. Ich habe ja ein bisschen was hergestellt, ein bisschen was gesammelt. Nahrungsmittel, genau. Ein bisschen Kröte. Und ein Krötenomelett. Ich weiß, die meisten Sachen, die werden hier bei mir vergammeln. So, Blutblatttee. Sehr gerne. Und Tatosaft. Ja, ich muss hier mal irgendwie Tato mal besorgen. Entschuldigt. Was sagt denn überhaupt mein Hunger und mein Durst? Oh, was ist denn da drüben? Ein Floater. Ein Floater. Ach, oh Gott. Was ist denn hier? Was? Hey, du Sack. Wurde ich voll getroffen, ey. Ich wollte doch eigentlich was essen. Die Kröte habe ich gerade erst frisch gemacht. Oh. Der geht mir fast kaputt. So, Blutblatttee trinke ich jetzt mal. Wieselige Menschen. Ja, komm, Red Kakerlake schmeckt auch gut. Aufbereitetes Wasser ein bisschen zu füllen. Das war hier aber in der Nähe, oder? Das kann jetzt irgendwie sehr, sehr nah. Hier ist es ganz gefährlich. Habe ich nicht doch gerade gesagt, hier ist es ganz gefährlich? Oh Gott. Der war gut. Der war so gut. So, ich sollte mir mal ein Stimpack reinjagen. Ja, die Flagge ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ein Teddy, der ist wichtig. Ein Quad. Oh! Entsperren. Ja? Moment. Irgendwie. Jetzt. Eine Spitzhacke. Ja, der war gut, ne? Der war so gut. Ach, eigentlich sind hier nicht so schöne Sachen drin. So, wartet mal. Geht jetzt auch noch hier? Oh, da ist noch eine Kiste. Ach, eine Kyrogranate. Ja, könnte ich eigentlich verkaufen, ne? Aber ich mag jetzt nicht so viel mitschleppen. So, geht es hier auch noch irgendwo hin? Nee, ne? So, wo bin ich denn jetzt? Oh, Entschuldigung, ich habe meine Maus immer nicht so richtig in der Hand. War ich noch nicht dran. Schraubenzieher. Ich höre hier einen. Ah, scheiße. Ich höre hier irgendwie Floater, kann das sein? Ich höre hier so viel. Mami. Aber irgendwie höre ich hier auch. Keine Ahnung, was alles. Oh! Wow.
Alter, was hast du denn dafür? Oh, ich hab hier einen Floater. Ganz in der... Oh. Oh. Lass mich in Ruhe. Oh, ich muss erstmal nachladen, ne? Ist so übel. Ich brenne. Ja, ja. Ich brenne immer noch. Gott. Was ist hier los? Oh, gib mir jetzt ein... Ich habe keine Stimpacks mehr, ne? Ach du Scheiße. Wartet mal. Moment. Tatsächlich. Habe ich keine Stimpacks mehr? Ich muss gleich mal gucken. Schuhpatrone, Brennstoff. Was haben wir denn hier? Darius Anglers Manifest Teil 1. Ich hasse das Stahlwerk von Craften. Es gibt dort viel zu viele Arbeitsunfälle. Wir sind denen egal. Es geht ihnen alleine um den Profit. Darum habe ich gekündigt. Ich wollte auch meinen Bruder Billy dazu bringen, dass er kündigt. Aber er braucht das Geld. Craften Steel hat mich nicht verdient. Sie wissen mich nicht zu schätzen. Ich bin der beste Chemiker auf dieser Seite des Mississippi. Sie werden mich nie ersetzen können. Das wird diesen Bastern eine Lehre sein. Das glaube ich dir aufs Wort, mein Freund. Ach, das Improbegewehr, das kann sie behalten. Oh, nicht noch so ein Floater, bitte. Okay, passt mal auf. Hilfsmittel. Ich hab doch davon 18. Ach so, wartet mal. Ah, ja. Ich muss die 0 dann wählen. Plastikteller nehme ich aber noch mit. Lad mal auf. Mein Gott, ich überziehe die Folge wieder ganz schön, ne? Guckt mal, hier gibt es ein Whirlpool oder so. Zuckerbomben. Ach, guck mal. Ja, natürlich. Okay. So. Todeskrallenhaut. Die Handtücher hier, ich finde das ja so köstlich. Okay. Manchmal explodieren auch die Autos. Aber wie dem auch sei, meine Lieben, in der nächsten Folge geht es auf jeden Fall weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und vielen Dank auch an die neuen Follower. Vielen Dank an das Kanalmitglied zum Beispiel. Wo geht's denn eigentlich hier lang? War ich hier schon? Bestimmt nicht. Gut, in der nächsten Folge machen wir hier weiter. Bis dann, bye bye.